Willkommen zurück in der verfallenen Herberge, wo unsere zwei Mädels versuchen, panisch hier rauszukommen. Und wir entscheiden uns für... Ich nehme mal Westen. Oh, hier bedeckt eine klebrige Flüssigkeit den Boden. Es ist jedoch ein leichtes, die andere Gegengangseite zu erreichen. Was hat es mit dieser klebrigen Flüssigkeit auf sich? Oh oh. Das letzte Mal, als wir die klebrige Flüssigkeit gesehen haben, war da eine Mumie in der Nähe. Vielleicht ist das so eine Art Balsamierungsöl oder so. Na, da gehen wir mal nicht weiter. Wir gehen zurück. Wir standen ungefähr hier und gehen jetzt mal nach Osten. Und da ist eine Treppe nach oben. Sehr schön. Sobald wir oben sind, gucken wir, wo wir sind. Und wenn wir nicht direkt in der Nähe sind von dem Kartenstück, das wir schon kennen, springen wir da einfach direkt hin und verlassen die Herberge so schnell es geht. So, da ist eine Tür, die interessiert nicht. Kein Kampf, super. Wo sind wir? Wir sind da. Wir müssten uns irgendwo da durchkämpfen. Das machen wir auf gar keinen Fall. Also, Talana, konzentrier dich schön. Der Spruch muss jetzt gelingen. Transversalis, misslungen, nein. 12 Astralenergie noch. Reicht das für einen neuen Zauber? Bitte, bitte, bitte. Reicht. Ah, okay. Nein. Ich komme mit dem Cursor nicht aus diesem kleinen Feld hier raus. Und ich kann da nicht direkt hinklicken. Ach, Mist. Das heißt, wir müssen jetzt abbrechen und verlieren die ganze Astralenergie. Das ist nicht gut. Nicht durchführen. Wir wollen uns nicht in die Wand teleportieren. Und ich kann nicht abbrechen. Das ist jetzt doch richtig ärgerlich. Zauber leider misslungen. Doch, wir haben die Astralenergie behalten. Okay. Also wir können jetzt kein Pinneltritzel sprechen in der Hoffnung, da irgendwo hinzuspringen. Das heißt, wir werden uns doch hier wohl durchkämpfen müssen. Also wir halten uns... nach wo halten wir uns? Also es geht momentan nur nach Süden, aber danach, wenn wir Wahlmöglichkeiten haben. Wir könnten uns weiter nach Süden halten, um da hinzukommen. Oder wir könnten gucken, ob hier ein Raum ist und dann durch den Raum, also durch die Mauer durchspringen nach hier. Erstmal haben wir hier direkt eine Mauer. Geht's nach Westen? Ja, es geht nach Westen. Der Raum ist mir zu groß. Große Räume heißen meist Gefahr, viele Gegner und dergleichen. Können wir nach Süden? Nein, können wir nicht. Okay, also haben wir keine Wahl. Nach Westen. Bis auf die 4 Zombies, die sich euch bedrohlich nähern, ist der Raum vollkommen kahl. Okay, 4 Zombies. Gleich sind es nur noch 3. Dafür haben wir keine Astralenergie mehr. Oh, der hat das überlebt. Das ist gar nicht gut. Komm, stell dich direkt daneben. Dann können wir nicht von allen Seiten umkesselt werden. Du wechselst deine Waffe zum Langbogen und versuchst noch einen Pfeil reinzubekommen. Zielfeld ist blockiert. Wie ist das Zielfeld blockiert? Da ist doch keiner. Oh. Sehr schön. Oh, und die sind richtig langsam. Lauf mal weg. Warten. 1, 2, 3, 4. Abwarten. Das war jetzt nicht so günstig, aber... okay, geh da hin und schieß von da. Es sieht so aus, als wenn die Zombies sich nur 2 Felder pro Runde bewegen können. Das wäre natürlich absolut genial. Dann können wir einfach, solange wir Platz haben, mal weglaufen. Und die fallen so lange über unsere anderen Freunde her. Was natürlich vom RP her absolut gar keinen Sinn macht, dass wir die noch mitschleifen können. Aber das wird ja im nächsten Teil auch geändert. Also ab Sternenschweif ist das ein wenig anders geregelt, was ich auch ganz gut finde. So. Also doch nicht rückwärts laufen und Pfeile schießen, sondern einfach Gerogon und Gwendolyn als menschliche Schutzscheibe missbrauchen. So, du hilfst damit. Ja, du hättest vielleicht die Aufmerksamkeit nicht so sehr auf dich lenken sollen. Aber der wäre auch schon mal tot. Sehr gut. 2 Schritte zur Seite und den anschießen. Du hilfst da auch noch mit. Ah, du hilfst nächste Runde damit. So.
Computerkampf, keine Magie. Jetzt kann wirklich nichts mehr schief gehen. Talana soll ja sogar im Nahkampf. So, 4 Abenteuerpunkte. Und wir laufen direkt weiter zur Westwand. Ja, es wird nicht reichen, wenn wir hier jetzt in Penetrizel sprechen. Können wir vielleicht irgendwo durch die Wand durch? Nein. Oh, doch hier. Noch ein großer Raum. Ah. Haben wir genug Pfeile? 19 Stück. Das sollte selbst für einen langen Kampf reichen. Noch irgendwas, was wir schlucken könnten. Körperkraftskräuter haben wir schon. Das Ding kann erstmal weg. Ich glaube, das war es soweit. Na gut. Dann halt Augen zu und... Warum sehe ich nichts? Also ja, Augen zu war schon richtig, aber das war jetzt gerade irritierend. Okay, rein da. Ein Skelett. Ja, komm, mit einem Skelett kommen wir klar. Stell dich mal da hin. So, und du stellst dich schon mal da hin. Abwarten. So, du haust den jetzt an, lenkst den hoffentlich ab. Sehr schön. Und du gehst da hin und schießt ihm wieder in den Rücken. So. Computerkampf, keine Magie. Schwert wollen wir nicht mitnehmen. 2 Abenteuerpunkte sind okay. Und die beiden Damen halten sich echt gut. Das hätte ich nicht gedacht, dass wir so viele Kämpfe überstehen. Also, wieder Westwand. Und da geht's sogar durch. Genial. Also ich nehme mal an, das sind Einwegwege. Aber wir können, wenn wir das nächste Mal hier sind, die nochmal ausprobieren. Jetzt wollen wir allerdings ganz schnell hier raus. Oh, vollkommen erschöpft und ausgelaugt verlasst ihr die zerfallene Herberge und schleppt euch nach Daspota, dem eigentlichen Ziel eurer Reise, wo ihr nach einigen Stunden auch ankommt. Also vom Ziel unserer Reise kann man da nun wirklich nicht sprechen. Wir rasen ganz schnell durch Daspota durch und reisen weiter nach Warnheim. Oh nein, aber es sind nur Goblins. Stell dich neben... Welche Elfe ist jetzt die richtige Elfe? Stell dich mal... Mist. Warum sehen die auch so gleich aus? Stell dich mal dahin. Und warte ab. Jetzt hoffe ich mal, dass da oben Jallen ist. Nee, ist Mürrim. Gut, du machst einen Schritt nach da und schießt den Goblin an. Er ist schon mal nicht nach einem Schuss umgekippt, das ist schade. Sonst hätten wir mal ein wenig rumtanzen können und immer einen nach dem anderen umbringen. Okay. Du stehst hier eigentlich ganz gut. Du kannst nur von einer... Nee, kannst von zwei Seiten angegriffen werden. Dann stell dich mal in Mürrims Rücken und hau nicht Tirik, sondern den Goblin. Ja, haut ruhig auf Tirik und Jallen ein, das ist okay. Und du schießt nochmal. Einer tot. Sehr schön. Oh, Talana hat Schaden bekommen. Mürrim, geh mal dahin und schieß den an. Ah, sehr gut. Ja, das schaffen wir auf jeden Fall. So, du haust den, aber nur normal. Du schießt den. Oh, 8 Trefferpunkte auf Talana. Das ist gar nicht gut. Und der nächste Goblin flieht. Okay, du... Gehst einfach mal weg. Mürrim schafft das schon alleine mit ihrem Bogen. Du gehst dahin, hilfst Jallen. Du sicherst mal. Auch sehr interessant, dass die Goblins nicht mal versteinerte Leute treffen können. Oh, oder? Stimmt, natürlich sind sie auch aus Stein und können dementsprechend auch kaum verletzt werden. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Aber schön, dass die Goblins das weiterhin probieren. Haben wir wenigstens genug Zeit, sie aufs Korn zu nehmen. So, 1, 2, 3, 4. Und Schuss. Ja, doch, die Gulmon-Blätter machen sich eindeutig bezahlt. Also dadurch, dass wir dann mehr Bewegungspunkte haben. Davon sollten wir auf jeden Fall neue kaufen.
So. Ah, jetzt klappt das leider nicht mit Bewegen und Schießen. Aber nächste Runde, die jetzt sofort im Anschluss ist. Das ist doch auch praktisch. So. Sichern. Du fliehst. Du bist jetzt auch gleich hoffentlich tot. Dann hätten wir auch den nächsten Kampf nur zu zweit überstanden. Also zu zweit mit vier Fleischschilden. Aber ja. Talana hat zudem die letzte Lotion gegessen. Okay, und wir sind sehr erschöpft. Wer hält denn mal Wache? Mürrim und Talana und wieder Mürrim. Wir werden auch nicht nach Kräutern suchen, wir werden nicht jagen gehen. Wir werden einfach nur schlafen. Oh, Orks. Ich fall langsam vom Glauben ab da. Zaubern. Kampf. Fulminictus, kannst nicht über Gwendolyn hinwegschießen. Das ist das, oder? Okay, geh dahin. Der versteinerte Gerugon wird wach. So, ich hoffe mal, dass es keine Orks sind, sondern nur Orks. Also, dass sie gleich nach ein, zwei Pfeilen umkippen. Und dem ist auch so. Schöne Sache. So, du bleibst einfach nur da und hältst die Füße still. Und ich habe den Verdacht, dass die Pfeile langsam ausgehen könnten bei Mürrim. Also hiernach sollten wir auf jeden Fall die Pfeile klauen. So. Fliehst du? Nein, tust du nicht. Fliehst du jetzt? Nein, du stirbst. Umso besser. Geh doch schon mal so ein wenig in die Richtung. Nur für den Fall, dass wir gleich auf Nahkampf umsteigen müssen. Du bewegst dich. Was war das gerade? Hat keine Pfeile mehr in der linken Hand. Oh, jetzt wird's haarig. Mangbila und Randa. So. Und eigentlich sollten sie alle auf ein Ziel hauen. Das heißt, wir lenken erstmal nicht die Aufmerksamkeit auf Talana. So. Du, daran. Angriff. Computerkampf, keine Magie. Das könnte jetzt ein wenig dauern. Ein Trefferpunkt, drei Trefferpunkte. Wir stupsen dich zu Tode. Aber es klappt. Talana ist doch schon einigermaßen angeschlagen. Und beim nächsten Treffer sollten wir sie auch wegziehen. Aber sehr schön. Schwert, Dolch, Rapier. Ich nehme mal den Rapier mit. Vier Abenteuerpunkte. Stopp. Ja doch, wir wollen weiterreisen. Fragen wir den Jäger mal nach dem Weg. Ist ja nicht so, dass wir vier versteinerte Helden hinter uns her schleifen, keine Astralenergie mehr haben und die Nahrung langsam ausgeht. Aber wir treiben Smalltalk mit dem Jäger. Ihr seid auf der Straße von Warnheim nach Taspota. Und da seid ihr ziemlich allein, denn der Weg wird kaum noch benutzt. Schön. Jetzt sind wir erstmal in Warnheim. Hier werden hoffentlich keine Goblins, Skelette, Zombies, Mumien oder ähnliches auf uns warten. Das heißt, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde mal sagen, wir gehen zuerst mal zu dem Heiler und gucken, ob der was machen kann. Das bezweifle ich zwar, aber ein Versuch ist es immer wert. Wer ist denn versteinert? Jeder. Fangen wir bei Gerugon mal an. Zählst du als verwundet? Nein. Zählst du als krank? Vergiftet? Nein, es versagen alle medizinischen Kenntnisse. Das ist nicht gut. Bleibt noch der Tempel? Der Travia-Tempel. Da wird sofort erstmal gespendet. So, und wir erbeten ein Wunder. Wahrscheinlich werden wir gleich wieder gesättigt. Nein, Talana wird geheilt. Das ist zwar auch nett. Gesättigt? Schutz in der Nacht. Das klingt praktisch. Gesättigt. 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 Aber schön, dass wir so häufig erhöht werden. Das spenden wir doch gleich nochmal. Aber anscheinend kann die Versteinerung nicht aufgehoben werden. Vielleicht müssen wir auch zu Zar gehen, der Gott in der Heilung.
Aber wenn Travia wiederbeleben kann, dann müsste sie doch eigentlich auch sowas hinbekommen. Ansonsten gibt es in Torval noch die Akademie der Magier. Die könnten uns vielleicht auch noch helfen. Aber das ist eine ganz schöne Strecke. Nee, das scheint nicht zu wirken. Ein letztes Mal noch spenden. Haben wir irgendjemanden, der Travia als Schutzgöttin hat? Travia ist Mürrem? Ah, Mürrem ist nicht versteinert. Nee, das wird so nix. Na gut, dann nutzen wir die Gelegenheit, hier im Tempel zu sein, gleich mal um abzuspeichern. Ich versuche, den alten Speicherstand hier nicht zu überschreiben, denn ich glaube, 64 war der, wo sie noch alle am Leben sind. Oder ich überschreibe einfach den da. Sicher ist sicher. Und dann machen wir uns nächste Folge auf nach Torval, in der Hoffnung, dass die Magier uns da helfen können, die Versteinerung loszuwerden. Uffala, ich wollte doch eigentlich nur nach Warnheim ziehen. Warum bin ich bloß in die Herberge rein? Aber na gut, deswegen sind wir halt Helden. Wir sind neugierig. Also LP67 und wir sehen uns gleich wieder.